Schleifen lassen, schleifen lassen. Norbert Klippel ist Fahrlehrer. Jawohl. Einer der ungewöhnlichsten Deutschlands. Da sitzt er drauf wie eine Katze im Schleifstein. Ja? Denn er ist der Fahrlehrer für fast alles, was sich bewegt. Busführerschein? Klar. Wieder vergessen, welchen Spiegel vom Blinker. Ich hab noch nicht geblinkt. Fliegen unterrichtet er auch. Sogar Wasserfliegen. Als einer von ganz wenigen in Deutschland. Mensch, immer bei Steuerbord. Und Bootfahren? Auch möglich. Auf jeden Ernstfall ist Fahrlehrer Norbert vorbereitet. Denise ist 16, macht den Führerschein im Ferienkurs. Die ersten Fahrstunden ruckelig. Neu im Unternehmen Norberts Sohn Michael. Ja, nicht so schnell am Anfang. Nicht so schnell. Nicht übermütig werden. Sein Vater selbst bildet ihn aus. Mein Job ist mein Hobby und mir macht es dann jeden Tag Spaß. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Die vielseitigste Fahrschule Deutschlands. Letzter Motorcheck. Einmal im Jahr wartet auf Fahr- und Fluglehrer Norbert eine heikle Aufgabe. Ein Start, vor dem selbst er ein bisschen Angst hat. Den ganzen Start, den wiederhole ich im Traum. Nass geschwitzt wird man wach und dann überlegt man, oh, gleich ist es ja soweit, jetzt wird noch gefrühstückt. Da ist man schon aufgeregt. Flughafen Trier-Föhrn. Der Flugschul-Wasserflieger muss vom Winterquartier zum Wasser kommen. Das Problem, diese Maschine hat keine Räder, nur Schwimmer. Die Lösung, ein Start von einem fahrenden Anhänger. Ganz klein wenig Pipi in der Hose. Ohne geht's nicht. Wenn man leichtsinnig wird, dann ist das tödlich. Mutig voran. Gleich wird Kollege Achim den Golf mit dem Flieger am Haken ordentlich beschleunigen, damit das Wasserflugzeug ohne Wasser aus seinem Winterquartier starten kann. Norbert wird das Flugzeug steuern. Er darf bloß nirgends anstoßen. Also beschleunigen, im zweiten Gang beschleunigen, voll Power, gell? Volle Power. Oben drehen, überdrehen, ich will keine Rolle, genau. Nicht schalten unterwegs. Ja. Nicht schalten und dann auf der linken Seite. Ich ziehe Vollklappen und ziehe dann links raus. Wunderbar, okay. Okay, gut. Aber keine Vollbremse machen, wenn du runterfährst. Nein. Schön langsam, ja? Ja. Trotz einer schlaflosen Nacht, Norbert will den Start keinesfalls verschieben. Wer weiß, wann die Wetterbedingungen wieder so gut sind. Norberts Frau Carola schaut nicht zu. Versucht, sich abzulenken. Zu groß ihre Sorge. Ich finde es halt gefährlich, aber er sieht das anders. Ein Risiko ist ja doch immer dabei. Es könnte auch schon mal Motor ausfallen. Und los geht's zum Startpunkt. Spannung auch bei Fahrer Achim. Achim, fahr ruhig ein bisschen vor, fahr ruhig ein bisschen vor. Ja, ich will bis zum Zebrastreifen vorfahren. So, du sagst dann go, gell? Ja, fahr ein bisschen hinter die Schwelle. Mindestens 80 Sachen muss das Gespann drauf haben, damit der Flieger genug Wind unter die Flügel bekommt. Juhu! Endlich, die Piper fliegt wieder. Ein Bilderbuch startet. Nach 5 Monaten Winterpause kann der Flug- und Fahrlehrer mit seiner Piper endlich wieder über die Moseltäler gleiten.
Und hat wieder mal geklappt. Gott sei Dank. Gell? Immer eine spannende Geschichte. Ich dachte gestern auch, das macht mir nichts mehr aus, aber war doch anders. Gell? Die Nacht ist öfter, hat man gedacht. Und jetzt können seine Wasserflugschüler kommen. Aber erstmal geht's an Land weiter. Bei einer Flugschulmaschine steht der Pflichtcheck an. Diese Kontrollen sind jedes Mal ein erhebliches Kostenrisiko. Sieht man eine kleine Spannung dabei. Gell? Findet er was, findet er nichts, da freue ich mich. Wenn er was findet, je nachdem was es ist, dann gibt es natürlich viel Ärger. Auch mit meiner Frau, weil das kostet richtig Geld. Die Ersatzteile sind sehr, sehr teuer. Norbert hat allen Grund, sich um sein Geld zu sorgen, denn Peter Schmitz, der Prüfer, gilt als der Mann mit den Röntgenaugen. Ihm entgeht kein Mangel und tatsächlich trotz guter Wartung hat Prüfer Schmitz etwas entdeckt. Wir müssen den Vergaser ausbauen, gegebenenfalls Grund überholen lassen oder einen Austauschvergaser einbauen, weil die Gefahr besteht, dass Kraftstoff ausläuft und halt dementsprechend die Brandgefahr besteht, dass der Motor in Flammen aufgeht. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Okay. Diese Nachricht hat Norbert kalt erwischt. Sein Flieger angeblich feuergefährdet und gegroundet. Das heißt, die Cessna darf nicht starten und das gerade jetzt, wo das Wetter besser wird. Aber keine Zeit lange zu grübeln, auf Norbert warten Fahrschüler. Das Arbeitsamt Trier bezahlt ihnen eine Umschulung zum professionellen Busfahrer, denn die werden derzeit dringend gesucht. Eine große Chance für Christian und Martina. Heute erleben die beiden Umschüler einen ungewohnt strengen Norbert. Ab durch enge Gassen und Engstellen und wehe ein Fehler. Hey, sag zweite Gang rein und weiter. Rein. Weiter. Du hast falsch gezielt. Erster Gang ist weiter links. Noch nie passiert. Christian weiß nicht, wie ihm geschieht. Norbert ist ungewohnt pingelig heute. Geht mir nicht besonders gut. Ist immer ärgerlich, sowas. So ein neuer Vergaser, der kostet mindestens 1.500 Euro. Dann muss er noch eingebaut werden und so weiter. Und der Flieger, der wird jetzt für eine ganze Woche gegroundet. Der finanzielle Verlust ist schon riesig. Umschüler Christian hat derweil eigene Sorgen. Der junge Vater will nur noch fertig werden. Schnell wieder eigenes Geld verdienen. Ich bin froh, wenn ich den Führerschein bald fertig habe, damit ich endlich wieder arbeiten gehen kann. Ne? Als Parkettleger war das kaum möglich, erzählt er. Ich habe irgendwann keine andere Aussicht mehr gehabt. Also ich musste was ganz anderes machen, weil mein Beruf lief nicht mehr so gut. Und da ist mir aufgefallen, dass man als Busfahrer mehr Chancen hat. Und schon geht's weiter. Ich wieder vergessen, dass ich den Spiegel vom Ding habe. Ich hab noch nicht geblinkt. Ich hab noch nicht geblinkt. Jetzt blink ich. Aha. Man blinkt vorher, vor dem Abbiegen. Wie auch immer, schon bald ist Christians Prüfung. Und da wird es ernst werden. Norberts Sohn Michael ist Fahrlehrer in Ausbildung. Noch schaut sein Vater ihm immer wieder über die Schulter. Hier dran denken, Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker. Die 16-jährige Denise wird die erste Fahrschülerin sein, die er bis zur Prüfung begleitet. Dementsprechend nervös ist der Jungfahrlehrer. Sein Vater Norbert will Erfolge sehen. Wow. Da warst du aber schnell unterwegs. Aber Denise hat zwischenzeitlich gute Fortschritte gemacht. Steht kurz vor der Prüfung. Oh, Scheiße, da kommt ein Auto hinter uns. Und für seine erste Schülerin gibt sich Jungfahrlehrer Michael richtig Mühe. Für mich macht er jetzt nicht den Eindruck, als wäre ich die erste Schülerin. Hier raus? Hier raus. Okay. Stellt sich eigentlich ziemlich professionell schon an. Ein freundliches Lob, aber die Einparkübungen bleiben ihr trotzdem nicht erspart. Und da kann der Sohn vom Fahrschulchef ziemlich kritisch sein. Bin ich gerade? Oh, natürlich. Nach vorne. So richtig gerade sind wir nicht. Ich frage mich wirklich, ob ich so dick bin. Wieso parken die eigentlich immer so, dass ich kann mich nie daran orientieren? Da parkt schon wieder richtig falsch, oder? Machen wir nochmal. Oh Mann! Nach einigem Vor und Zurück ist Fahrlehrer Michael dann endlich zufrieden. Die Prüfung nächste Woche kann kommen. Dann aber der Schreck. Oh. Denise rammt die Bordsteinkante. Ausgerechnet jetzt. Sobald der Prüfungstermin feststeht, geht die Leistung noch mal runter. Es ist eigentlich nicht jetzt so im Nachhinein nicht verwunderlich, dass sie noch mal einen Bordstein erwischt hat, sondern fast schon eher fahrschülertypisch. Jungfahrlehrer Michael ist jetzt plötzlich wieder skeptisch. Wie war's denn heute? Der Bordstein war nicht so gut. So wäre Denise klar durch die Prüfung gefallen. Sie selbst ist trotzdem locker. Zu locker? Ich mache mir da jetzt nicht so viele Gedanken. Ich fahre einfach und dann
Mal gucken, was draus wird. Schon nächste Woche steht die praktische Prüfung an. Eine Prüfung nicht nur für Denise, sondern auch für Jungfahrlehrer Michael. Kann seine erste Schülerin bestehen? Einige Tage später, Norberts neuer Wasserflugschüler ist gekommen. Peter aus München ist ein ähnliches Modell einmal in Kanada geflogen. Aber da die Wasserflugberechtigung auf 2 Jahre befristet ist, muss er heute bei Norbert in die Nachschulung. Die Wasserfliegerei ist einfach eine eigene Faszination. Einmal Blut geleckt, dabei geblieben. Super, ideales Wetter. Aber es ändert sich gleich. Da vorne sieht man schon, der Wind wird stärker. Deshalb müssen wir versuchen, so schnell wie möglich hier wegzukommen. Weil ich fliege nur noch bis 15 Knoten. Ab 15 Knoten ist der Flieger am Wasser nicht mehr steuerbar. Peter ist dennoch ziemlich entspannt. Schließlich fliegt er nicht zum ersten Mal. Nur hier an der Mosel, da war der Kanada-Kenner noch nie unterwegs. Prüfling Peter sitzt vorn, Norbert nimmt in dem winzigen Cockpit hinter ihm Platz. Auch er hat einen Steuerknüppel, aber nur der Schüler vorne hat Zugriff auf die anderen Instrumente. Fallschirm, Notrettungssystem, bei diesem alten Flieger Fehlanzeige. Wer hier einsteigt, muss vertrauen können. Der Motor der Piper PA-18 hat zu kämpfen. Zusätzliches Gewicht, ungünstiger Rückenwind, Meter um Meter quält sich die Maschine durch die zähe Flut, um dann endlich an Höhe zu gewinnen. Erste Übung, Landeanflug, während sich unten die Binnenkähne tummeln. Wasserfliegen im dicht besiedelten Deutschland ist was ganz anderes als in den Weiten Kanadas. Das muss Peter schnell. Norbert lässt seinen Flugschüler ein vorgeschriebenes Testprogramm abfliegen. Immer wieder starten und landen sie die Maschine im engen Moseltal. Startabbruch, Startabbruch. Jawohl, gut gemacht, prima. Und Gas und weiter geht's. Wir steigen jetzt. Prüfungstag für Umschüler Christian. Der gelernte Parkettleger will Busfahrer werden. Gleich ist er an der Reihe. Der junge Mann steht unter Druck. Kann losgehen. Wenn der Prüfer gleich dazukommt, fährst du nachher bei der praktischen Prüfung genau wie in der Ausbildung. Der einzige Unterschied ist, der Prüfer gibt die Richtung an. Das ist der einzige Unterschied. Dann mach ich mir keinen Kopf. Bei so einem Fahrlehrer wird es eigentlich nicht schief gehen. Letztes nervöses Geplänkel vor der Abfahrt. Ah ja. 3 Monate Ausbildung liegen hinter Christian. Dies ist nicht die einzige Prüfung, aber die entscheidende. Letzte Woche noch hat Christian Fehler gemacht, mit denen er durchgefallen wäre. Ich bin heute Ihr Prüfer. Aber das weiß TÜV-Prüfer Dietl glücklicherweise nicht. Dann zieh mal los. Auch für Norbert bedeutet so eine Prüfung jedes Mal Stress. Wird Christian die Nerven behalten oder macht er unter Druck unnötige Fehler? Man kennt zwar seinen Schüler, aber nicht den Prüfling. Da gibt es auch Unterschiede. Die Kamera darf vorerst nicht mitfahren. Aber von außen erkennt man, die Prüfungsstrecke hat es in sich. Engstellen, ungewohnte Seitenstraßen. TÜV-Prüfer Dietl hat nichts zu verschenken. Ich sehe das als ein Spiel. Der Prüfer ist der Schiedsrichter, der sagte positiv oder negativ. Und wenn er negativ entscheidet, dann war es für mich ein Fehler. Ich war nicht in der Lage, dem Schüler das beizubringen. Über die Halbzeit in der Prüfung. Nur noch rückwärts einparken steht auf dem Programm. Fahrlehrer Norbert kann hier mal zwischenrein ein gutes Wort für den anfangs reichlich nervösen Christian einlegen. Jetzt ist Nervosität dran. Ja. Der fährt gut. Hat seinen Job. Seine Entscheidung hat der TÜV-Prüfer zu diesem Zeitpunkt wohl schon gefällt. Jetzt bloß keine groben Fehler auf dem Rückweg, den die Kamera wieder begleiten darf. Prüfer Dietl hat Christian immer noch genau im Blick. Alles abstellen. Die Entscheidung. Dann bestanden. Super. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Christian hat es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja? Parkettleger war gestern, ab jetzt ist er Busfahrer. Ich bin gerade mal warm geworden. Oh yes. Gott sei Dank.
Nebenan kommt Denise gerade von ihrer Prüfungsfahrt. Lange bleibt ihr Prüfer mit im Auto. Wie hat sich Jungfahrlehrer Michaels erste Schülerin geschlagen? Gerade Denise als talentierte Schülerin noch, das hat mich die Nacht über schon sehr beschäftigt. Also Schlaf war da erstmal nicht zu denken. Was würde es bedeuten, wenn ausgerechnet die erste Schülerin durchfällt? Aber Denise hat geliefert. Bestanden. Und was ist das für ein Gefühl? Sau geil. Sau cool. Ja, ich freue mich. Mir fällt auch eine Last von den Schultern erstmal. Aber sie ist sehr gut gefahren, hat keine Fahrfehler gemacht. Ich bin schon. Auch er, der Prüfer, sagt auch, war ein guter Einstieg und das, ja, motiviert. Wer ist hier glücklicher, der Lehrer oder die Schülerin? Egal. 3 Wochen vor ihrem 17. Geburtstag hat Denise ihre PKW-Prüfung bestanden. Glückwunsch! Toll! Und auch Mutter Petra ist stolz auf ihre Tochter. Auf die Straße darf Denise vor ihrem Geburtstag noch nicht, aber eine Probefahrt auf Privatgelände ist okay. Ja, Kind. Hier zeigt sich, Mütter und Töchter haben es oft nicht so leicht miteinander. Nochmal die Kupplung. Ja, dann muss man erst den Schlüssel rumdrehen, dann auf die Kupplung treten. Ich habe da auch meine Probleme an. Die ersten Meter mit der Familienkutsche, neues Auto, neue Außenmaße. Denise wird ein Jahr lang mit Mutter oder Vater als Beifahrer klarkommen müssen. Begleitetes Fahren heißt das. Nach vorne. Kannst fahren, ich denke, es geht. Ein Jahr lang fahren unter Aufsicht. Tatsächlich sind die Unfallzahlen von jungen Fahranfängern dadurch gesunken. Oh, was? Ja, da kommt ein bisschen was entfernt. Man weiß nie, wie die Kinder, wenn sie dann 18 sind und dürfen alleine im Auto sitzen, fahren. In Begleitung der Eltern fahren sie wahrscheinlich immer vorschriftsmäßig. Aber Mutter Petra ist bereits ganz zufrieden. Gut. Ich habe den Führerschein nicht geschenkt bekommen. Gekauft. Denise fährt ruhig und sicher. Endlich Führerschein. Endlich mobil. Endlich erwachsen. Naja, ein bisschen. Wochenende. Zeit für ein bisschen Abwechslung. Seitdem Michael wieder in der elterlichen Firma ist, will er wieder selbst fliegen. Vor Jahren hatte Michael den Schein für Kleinflugzeuge, aber das wurde ihm bald zu langweilig. Seitdem ist er am Boden geblieben. Jetzt hat Fluglehrer Achim einen Tragschrauber besorgt für eine erste Übungsstunde. Ausgerechnet heute, wo sie mit dem offenen Spaßflieger starten wollen, ist das Wetter wechselhaft. Der Wind unberechenbar. Wir wählten keine schönen Wetterpiloten aus. Wenn der Flugschüler mal oder der fertige Pilot nachher in eine Notsituation kommen sollte, wo er in solches Wetter reingerät, weiß er ganz genau, was passiert, weil das bei uns trainiert wurde. Und Schlüsselschalter betätigen. So lange, bis er richtig läuft. Weiter, weiter, weiter. Tragschrauber und kleine, leichte Hubschrauber liegen seit ein paar Jahren voll im Trend. Michael sieht hier ein tolles Potenzial. Junge Kunden für die Flugschule. Aber dazu muss er die Geräte erst mal selbst beherrschen können. Hier beim Taufix, gerade Zuschauer, Nutzinfo. Ich merk's, aber vielleicht machen wir den großen Regenschirm an. Die Tragschrauber fliegen sich vollkommen anders als normale Flächenflieger. Das muss Michael jetzt lernen. Aber schön. Nehmen wir den Knüppel ganz an den Bauch. Bremse loslassen und wir geben Gas. Der erste Start mit dem neuen Flieger. So, und jetzt Vollgas. Und leicht den Knüppel schon nach vorne. Leicht nach vorne. Guck mal, das waren 3 Meter. Wahnsinn. Regen, Gegenwind und keine Pilotenkanzel. Michael und Achim sind den Elementen schutzlos ausgesetzt. Und der Flieger wackelt und schaukelt. Aber gerade das ist der Spaß, sagen viele. Michael ist begeistert. Und dort oben hat sich das Wetter in der Zwischenzeit etwas aufgeklärt. Zeit für Achim, seine Flugphilosophie zu erklären. Also ich fliege etwas blind. Das heißt, ich fliege aus dem Arsch raus. Hauptsache Spaß. Doch natürlich muss Michael auch hier noch viel trainieren. Eine der wichtigsten Übungen, Notlanden trotz ausgefallenem Motor. So,
So, und jetzt nehmen wir den Knüppel leicht nach vorne. Nur gebremst durch den Luftwiderstand des Rotors fällt der Flieger im kontrollierten Sturzflug nach unten. Eine Herausforderung für jeden Piloten. Ganz klar abfangen. Bisschen mehr. Noch ein bisschen. Michael hat es geschafft. Seine erste Landung mit dem Tragschrauber verläuft wie aus dem Lehrbuch. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man das drauf hat, kannst du in einer Waldlichtung von 30 Meter landen, falls dir der Quirl mal stehen bleibt. Fluglehrer Achim ist ausgesprochen zufrieden. Der ist jetzt seit fast 8 Jahren nicht mehr in der Luft gewesen, da er selbst geknüppelt hat. Muss man sagen, das Talent ist da. Wie der Vater, so der Sohn. So, jeder schnappt sich ein Hütchen. Norberts Wochenende heißt Gabelstaplerkurs. Die Glasfläche dürft ihr nicht berühren. Das ist wichtig. Nicht berühren, nein. Bei seinem Rasen ist Norbert eigen. Er ist die Begrenzung für den Übungsparcours. Eine Metallfirma aus Luxemburg hat den Kurs gebucht und natürlich darf der Chef den Anfang machen. Herr Schuh will seinen Mitarbeitern zeigen, wie es geht. Ja, voll drauf, habt ihr gesehen? Voll drauf. Diese zack, voll aufs Gas. Darf nicht sein. 2 Fehler hat er jetzt gemacht. Ausgerechnet auf Norberts heiligen Rasen. Und dann noch die Hütchen-Challenge. Gerissen. Seinen Mitarbeitern fällt das alles viel leichter, aber egal. Er kann ja wieder zurück auf seinen Chefsessel. Nee, passt ja. Okay, passt. Gut, er hat jetzt nicht bestanden. Hat 5 oder 6 Fehler waren es, gell? Ja. Hier vorne kam auf die Rasenfläche, da drüben auf die Rasenfläche. Ja. Und wenn der Stapler hinten ausschwenkt, soll er auch hinten hingucken. Ja. Beim Wasserflugunterricht ist heute der Programmpunkt Landen zwischen eng stehenden Brücken dran. Um schnell Höhe zu verlieren, muss der Pilot slippen, also das Flugzeug quasi fallen lassen können und dann rechtzeitig wieder auffangen. Auch diesmal sicher gelandet. Machen wir mal etwas, was du noch nie gemacht hast. Wir gehen unter der Brücke durch. Okay. Ein Start unter der Brücke, sowas gibt es in Kanada nicht. Peter muss Anlauf nehmen und erstmal Luft holen. Denn mit Vollgas auf die Brückenpfeiler zu, ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht man da schon. Kein Wunder, dass viele Flugschüler diese Übung gerne auslassen. Dann geht's zurück über Mosel, Auen und Täler, über die Landschaft, die Norbert so liebt. Mein Unternehmen ist meine Vision. Schon als kleines Kind habe ich sowas geplant. Ausbildung zu Land, zu Wasser, in der Luft. Norbert lebt seinen Traum. Auch sein Sohn Michael bewundert das. Er ist auf jeden Fall ein großes Kind geblieben. Also dieser Spieltrieb. Alles, was einen Motor hat, irgendwo zu bewegen und zu beherrschen, sei das Motorrad, Flugzeug, Boot, das ist eins seiner charakteristischen Merkmale. Doch wie lange noch? Norbert ist 64. Wie jeder Pilot hat er Angst, dass der Fliegerarzt ihn eines Tages groundet. Christian, der umgeschulte Parkettleger, hat heute seine erste richtige Fahrt. Mit Busfahrgästen. Ferdinand, ein alter Hase im Geschäft, fährt deshalb ausnahmsweise mit. Ich habe gestern selber was aufgeschrieben, ich habe sogar noch dabei. Ja, ist egal. Ich habe gestern ein paar Gedanken gemacht. Ich mache auch zum ersten Mal jetzt, gell? Ich bin schon ein bisschen nervös, schon dabei. Ja, ich begrüße Sie herzlich im Namen der Firma Klippel. Was Christian stresst, ist weniger das Fahren als der Umgang mit den Gästen. Die Begrüßungsansprache macht ihm Angst. Und dann fange ich an zu erklären, schon mit dem Bus ein bisschen. Ja, genau. Ne? Können Sie sich erinnern, wie nervös Sie damals waren? Ja, natürlich, genau wie er heute auch. Ja. Das erste Mal ist immer ein Problem. Ne? Das Schlimmste ist Mikrofon, ne? Ins Mikrofon zu sprechen, das erste Mal. Ne? Das ist also ganz schlimm. Und dann geht's los. Christian nimmt Kurs auf seine erste Reisegruppe, ein Seniorenkreis aus dem kleinen Örtchen Bekont. Sie machen eine Tagestour nach Saarbrücken. Marlene Ewen organisiert diese Ausfahrten schon viele Jahre. Ich denke, es funktioniert. Das ist unsere letzte Fahrt und deine erste. Ja? Die kriegen wir schon gut hin. Und dann ist Christian dran. Morgen. Es ist ein Platz. Mein Name ist Christian Reis. Ich bin heute hier Reisebusfahrer auf dem Weg nach Saarbrücken. Kaum hat er seine erste Ansprache angefangen, gibt es schon Beschwerden. Das Radio läuft im Hintergrund. Keiner versteht etwas.
Genau die Situation, vor der er sich gefürchtet hat. Unser Bus ist mit einer Bordzette ausgestattet, die sich hinten bei der Hinterausgangstür links befindet. Ganz wichtig ist, bitte anzuschnallen. Und wenn Sie jetzt die Sitze, die Armlehne hoch haben wollen, müssen Sie einfach nur quasi den Hebel zurückziehen. Nächstes Problem. Leider nicht. Aha. Der ist defekt, ist auch schon neu bestellt. Darauf kann einen keine Fahrschule vorbereiten. Und dabei wollte Christian doch einfach nur Busfahrer werden. Ich kann halt einfach bei mir Bescheid sagen. Okay, dann war es das. Ich wünsche dir eine angenehme Fahrt. Dann bis gleich. Endlich geschafft. Seine Fahrgäste schwanken derweil zwischen Vertrauen und Skepsis. Weil wir heute einen Busfahrer haben, der das erste Mal fährt, habe ich für mich daheim ein kleines Stoßgebet gemacht. Oh, ich habe gut Vertrauen zu ihm. Ich denke mal, wenn er zugelassen ist für zu fahren, dann kann er auch fahren. Leiterin Marlene geht auf Nummer sicher. Dass wir am Anfang ein Marienlied gesungen haben, dass wir uns der Mutter Gottes unter ihren Schutz stellen. Maria breit den Mantel aus. Ein frommes Lied soll für zusätzlichen Beistand von oben sorgen. Breit den Mantel aus. Und tatsächlich, die Tour wird ein voller Erfolg. Christian wird die Seniorentruppe sicher nach Saarbrücken und zurückbringen. Heute muss Norbert den Flieger wieder zurück ins Winterquartier bringen. Landen ohne Räder auf der Wiese. Ja, ja. Momentan passt es. Die Wiese muss taufeucht sein. So, ich stell jetzt mal das. Nur so kann er eine Bruchlandung verhindern. Wenn es nicht funktioniert, versuche ich durchzustarten. Gehe ich nochmal aufs Wasser. Oder ansonsten bleibt der Flieger dann hier stehen. Wenn es gar nicht funktionieren sollte, wenn es trocken wäre, wird er nach vorne knicken. Ja, aber das versuche ich zu vermeiden. Dann haben wir natürlich einen Totalschaden. Das darf hier nicht sein. Die Sache ist brandgefährlich. Das ist ja doch mehr oder weniger eine Notlandung. Und im schlimmsten Falle könnte der Motor Feuer fangen. Er wird so weit den Sprit ausfliegen, dass da höchstens noch 10 Liter drin sind. Aber es ist besser, wenn sowas da ist, als Sicherheit. Achim nimmt sicherheitshalber den Löschwagen mit zum Landeplatz. Und los geht's. Norberts Frau liegt derweil krank zu Hause. Sie macht sich Sorgen. 060 mit ca. 15 Knoten. Nun muss es klappen. Möglichst langsam fliegt Norbert heran, peilt die Zielfläche an und... gelandet. Die Piper ist sicher auf der rutschigen Wiese runtergekommen. Kurzes Durchatmen. Ist gut gemacht. Geschafft. Es hat geklappt. Es ist eine Erleichterung. Und dann noch ein wichtiger Anruf. Bei der Frau. Ich bin es. Ich wollte nur Bescheid sagen, der Flieger ist noch ganz, ich bin gelandet. Ja? Gut, freust du dich? Okay, tschüss, tschüss. Gott sei Dank. Sie ist erleichtert. Ja, jetzt ist ja auch ihre Erkältung verschwunden. Ne? Mit Sicherheit. Solange der Arzt ihn lässt, wird Norbert weiterfliegen. Als ungewöhnlichster Fahrlehrer Deutschlands. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft.